Guten Morgen, ich befinde mich derzeit in Kroatien. Dieser langgezogene Schuppi ist der erste Fisch des Trips, hat richtig hart gekämpft. Nicht der größte, aber ich bin mir sicher, da kommt noch ein dickerer. Und den lassen wir jetzt dann auch gleich wieder frei. Ja, ich angle schon seitdem ich denken kann. Bin durch Fischen eben durch meinen Vater gekommen. Hat über die Jahre immer mehr geworden, immer intensiver und hat sich bis heute nichts geändert. In der Schulzeit war es zum Beispiel schon extrem. Da ist auch manchmal eine Klausurenwoche ausgefallen, um einen Trip nach Spanien zu machen. Oder auch während der Arbeit versuche ich halt einfach so oft wie möglich rauszukommen und habe eben dieses Jahr auch 49 Nächte am Stück gemacht nach der Arbeit. Die Fototaktik geht voll auf. Nachdem ich gestern den Spot mit kleinen Boilies, Pellets, Partikeln und Spotcloud aktiviert habe und schon einige kleinere Karpfen fahren konnte, bin ich heute nur auf Boilies umgestiegen, 15 und 20 mm, und ist schon der zweite schöne Kroate innerhalb kürzester Zeit. Richtig geil. Ich möchte viel sehen, viele verschiedene Länder bereisen, viele Gewässer befischen. Da war ich eben zum Beispiel von Slowenien, Kroatien, Frankreich. Aber ein Land hat es mir eben am meisten angetan und das ist eben Kroatien. Kroatien reizt mich eben schon sehr, weil eben erstens die Landschaft extrem schön ist und die Angelei eigentlich sehr speziell ist, nicht zu vergleichen mit der Angelei in Deutschland. In Kroatien ist es eben so, dass das ausschließlich Wurfseen sind und eben man dort spotten muss. Und eben durch das Spotten ist es extrem viel Arbeit und an den Gewässern ist es eben so, wer mehr arbeitet, fängt mehr Fisch. Und ich persönlich bin ein Angler, ich gehe ans Wasser, um Fisch zu fangen, um Vollgas zu geben. Und es ist eben, verträgt sich ganz gut, die Angelei. Wer mehr arbeitet, der fängt mehr. Und dementsprechend kann ich da mich richtig ausleben, richtig Gas geben und dementsprechend auch gute Fische fangen. Tagsüber ist es extrem heiß und die Fische stehen knapp unter der Wasseroberfläche und sind nicht sehr in Fresslaune. Doch durchs Spotten lassen sich die Fische runterlocken. Und weil mir eben das Werfen auch Spaß macht und natürlich auch die extrem hohen Fischgewichte mich gelockt haben, bin ich einfach 3 Wochen selber nach Kroatien alleine runtergefahren und konnte gleich im ersten Trip 2 Fische über 30 Kilo fangen mit 37 und 34 Kilo. Und seitdem hat mich Kroatien eigentlich gefesselt und ich fahre jedes Jahr runter. Was auch noch sehr besonders ist an der Angelei in Kroatien, da eben halt nur geworfen wird, Futterboote oder Boote verboten sind und man eben ausschließlich nur mit dem Rohr oder mit der Futterrakete füttern kann, wachsen die Fische eben in den Gewässern auch damit nur auf. Und dementsprechend springen die halt extrem auf dieses Aufplatschen von der Futterrakete an und es ist wie eine Klingel für die Fische. Jetzt gibt es wieder Futter und dementsprechend springen die da an. Wenn nichts geht, mehr füttern. Ungefähr 5 Kilo drauf gespottet. Kurze Zeit später lief dieser Schuppi ab. Richtig coole Färbung auf der Seite, so rötlich. Seen in Kroatien, das sind eigentlich meistens Vereinsseen. Also sind von Vereinen geführt und in der Regel öffentlich. Man kann einfach hinfahren. Und Vereinsheim, die sich meistens an den Seen direkt befinden, Tageskarten kaufen. Was auch extrem cool ist, dass die Tageskarten an vielen Gewässern
24 Stunden gehen. Hinzu kommt, dass man eben mit dieser Tageskarte sich den Platz aussuchen kann, den man möchte, der eben frei ist, also freie Platzwahl. Man muss im Vornherein keine Plätze buchen, wie es halt an vielen Paylakes sozusagen ist. Manche Seen haben zwar einen gewissen Paylake-Charakter, weil die eben extrem befischt sind und die Plätze fast das ganze Jahr komplett belegt sind und eigentlich unter der Hand immer nur übergeben werden. Aber es gibt auch viele andere Seen, die nicht so stark frequentiert sind, an denen man auch coole Fische fangen kann und auch schöne Trips, Urlaube haben kann. Momentan befinde ich mich an einem 42 Hektar See mit einer Durchschnittstiefe zwischen 2 und 4 Meter. Ist für mich ein unbekanntes Gewässer gewesen und eine komplett neue Angelei. Die letzten Male, in denen ich in Kroatien gefischt habe, war ich immer an den Big Fish Seen mit Fischen über die 40 Kilo Marke. Ist jetzt hier in dem See nicht vorhanden, beziehungsweise nicht mal ein 30 Kilo Fisch drin. Trotzdem reizt mich eben das Gewässer, beziehungsweise macht es richtig Spaß, weil man eben trotzdem auch schöne Fische über 20 Kilo fangen kann. Und eben auch richtig viel Action am Wasser hat. Man kann teilweise bis zu 15, 20 Läufe am Tag kriegen mit coolen Fischen und ja, ist mal was Neues und macht einfach richtig Fun. Die größeren Fische haben sich am Platz eingefunden, die Bissfrequenz ist weniger geworden. Gerade leider zwei sehr gute Fische im Hindernissen verloren, aber dafür konnte ich gerade diesen schön beschuppten Spiegler landen. Richtig kampfstarke Fische hier. Wenn ich das Gewässer erreicht habe, beziehungsweise meinen Platz, dann versuche ich erstmal mit der Markerrute mir einen groben Überblick zu verschaffen und Spots zu suchen. Aber in der Regel geht es eigentlich darum, möglichst weit zu fischen. Ich marker dann meistens ab 120 Meter, wie der Untergrund da ist und suche da eben harte Stellen, damit meine Rigs eben sauber präsentiert sind. In Kroatien ist es meistens so, weil eben dort nur geworfen wird und die Fische kaum Rückzugszonen haben und dementsprechend sich meistens in der Mitte des Sees aufhalten, weil sie dort eben ihre Ruhe haben, weil da meistens keiner hinwerfen kann. Und deswegen ist es so, wer weiter wirft, fängt meistens auch mehr, weil eben ab und zu dann Fische von der Mitte des Sees, die in riesen Schwärmen da stehen, nach außen ziehen, ans Ufer. Und eben wer weiter draußen liegt, dessen Köder bzw. dessen Platz erreichen sie zuerst und kriegt natürlich auch mehr Bisse. Wenn ich dann einen Platz ausgemarkert habe, auf dem ich eben die ganze Woche fischen möchte, werfe ich eben erstmal meine Ruten aus. Dabei verwende ich eben meistens das Spinner Rig oder das German Rig aus Mono gebunden an der Helikoptermontage, damit die eben fährdungsfrei am Platz aufkommen. Dann fange ich eben an, meinen Platz zu aktivieren, indem ich eben sehr attraktives Futter fütter. Da ist meistens kleine Pellets, Boilies, Mais, alle möglichen Partikel enthalten, um eben erstmal möglichst viele Fische, auch kleine Fische auf meinen Platz zu locken, um eben auch die Aufmerksamkeit von den großen Fischen zu erregen. Und wenn ich dann Aktivität am Platz habe und einige Fische fangen konnte, versuche ich immer mehr auf Boilies umzusteigen, weil eben man so die größeren, meiner Erfahrung nach, ans Band bekommt. Den ganzen Tag standen die Fische kurz unter der Wasseroberfläche. Jetzt, wo es abgekühlt hat, hat es die Fische wieder auf den Futterplatz runtergezogen. In kürzester Zeit liefen mehrere Ruten ab und darunter auch dieser Schuppi. Richtig kampfstarker Fisch, extrem langer Kampf, einfach geil. Alles in allem ist die Angelei in Kroatien in meinen Augen eine sehr anstrengende Angelei, aber auch eine sehr dankbare Angelei. Man wird eben für die Arbeit, die man leistet, mit Fischen belohnt. Das Ganze hat auch diesmal wieder super funktioniert. Mir hat die Zeit hier am Wasser richtig gut gefallen, mit richtig coolen Fischen.
Mittlerweile ist es dunkel geworden. Im Sonnenuntergang noch mal reichlich Baits rausgefüttert. Eigentlich wollte ich mir gerade mal was zum Essen machen. Aber dann lief dieser schöne Spiegler hier ab. Hat richtig hart gekämpft. Da ist ja der Einpackfisch. Die Hälfte des Tackles war schon im Auto. Da sieht man wieder mal, dass es sich lohnt, die Ruten bis zur letzten Minute im Wasser zu haben. Kann immer wieder ein guter Fisch noch ablaufen. Ich lade jetzt dann den Rest des Tackles ein und dann geht es wieder ab nach Deutschland. Für all diejenigen, die Bock auf Kroatien bekommen haben, wir werden in den nächsten Tagen ein paar Clips für euch raushauen, indem ich erzähle, wie ich hier vorgegangen bin und was eben hier in Kroatien zu beachten ist. Also, dann lassen wir jetzt zurück. Servus, bis zum nächsten Mal.